Ja, und hallo zusammen und hier wieder der erste Montag nach den Ferien. Ich bin wieder hier in Bamberg, werde jetzt hier gleich wieder online unterrichten. Präsenzunterricht gibt es heute hier auch. Ich lege jetzt direkt hier los und wir sehen uns dann morgen am Dienstag wieder. Und hallo zusammen und hier Dienstagvormittag. Ich bin jetzt gerade hier noch in Bamberg. Wir erzählen gleich wieder Online- und Präsenz unterrichten. Danach geht es dann wieder direkt nach Gerxheim und wir sehen uns dann morgen am Mittwoch wieder.
Bei dem Des7, also bei dem Des13, da könnte man rechts drüber in Es-Dur-Dreiklang spielen beim Solo. Das sind quasi dann die höheren Hinzufügungen. Dieses Latin-Feel. Ja, das ist ja dann hier. Also der Emo 7B5 ist dann schon auf 4 und. Zumindest rechts. Da machen wir erstmal die Chords einfach. Das ist wieder ein Swingstück. Da werden wir wieder dann links Walking Bass drunter spielen. Das ist ja dann dieses Gebilde hier. Jetzt ist hier halt auch noch die Quinte fällt quasi raus. Und dafür kommt dann die B13 rein. Hallo zusammen und hier wieder am Mittwochvormittag. Ja, jetzt habe ich gerade hier noch bei mir zu Hause in meinem Studio online unterrichtet. Konnte mich auch jetzt hier noch ein bisschen einspielen. Jetzt bin ich dann hier fertig. Jetzt geht es dann direkt wieder nach Gerxheim zum Präsenzunterricht und dann wieder hierher zurück zum Online-Unterricht. Und wir sehen uns dann morgen am Donnerstag wieder. Und hallo zusammen und hier wieder am Donnerstagvormittag in meiner Musikschule, hier JB Musikschule Künstlerau. Ja, heute werde ich den ganzen Tag hier wieder unterrichten, sowohl Klavier als auch Keyboard, sowohl online als auch hier in Präsenz. Ich lege jetzt direkt hier los und wir sehen uns dann wieder am Samstag. Morgen bin ich dann noch den ganzen Tag in Haßfurt zum Präsenzunterricht. Und hallo zusammen und hier wieder am Samstag in meinem Studio hier bei mir zu Hause. Jetzt werde ich heute hier zuerst hier wieder online unterrichten und danach geht es dann direkt nach Würzburg-Frauenland zum Präsenzunterricht. Dann wieder hier zurück zum Online-Unterricht und das war es dann auch wieder für diese Woche. Euch wieder einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann wieder am Montag. Wunderbar, genau. So, bevor wir jetzt weitergehen, spielen wir nochmal von dem nur die rechte Hand einzeln, aber in einem höheren Tempo. Also praktisch. Und quasi so gleichmäßig wie möglich. Genau, da würde ich auf jeden Fall das G, genau, mit dem Daumen spielen, weil man braucht dann noch den zweiten Finger für den Triller dann da. Also letzter Takt, vorletzte Zeile bei dem G-Dur und dann von da bis Ende. Wird's langsamer. Das sind auch die Achtel hinten. Ja, genau. Wir spielen noch einmal hier die zweite Zeile. Jetzt war's gut. Ja, jetzt war's super. Bisschen langsamer.